So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Foundry. Ja, ich habe die Kamera noch ausgerichtet. Irgendwie bin ich gerade verrutscht und nicht ganz im Bilde gewesen. Aber ich bin auch nicht im Bilde, was modulare Gebäude angeht. Was für eine Überleitung, nicht wahr? Wir haben hier so einen modularen Gebäudeplaner. Und ich kann damit nichts machen. Also, ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Ich habe ihn halt. Nee. Ich kann nicht links klicken, ich kann nicht rechts klicken. Ah, hier kann ich irgendwelche Emotes machen. Auch gut. Ich entdecke das Radialmenü. Da sehen wir mal unseren Roboter von vorne. Ich beute den Planeten aus. Sehr gut. Aber was ich mit dem Ding hier machen kann... Wahrscheinlich brauche ich das, um irgendwas anderes zu bauen. Okay. Dann ist das halt so. Energiezellen. Ja. Glas brauchen wir für die. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal das Problem mit dem Glas an, weil das Problem mit dem Glas ist ein größeres. Weil für Glas brauchen wir Mineralgestein. Und oh Wunder, hier gibt es Mineralgestein. Na, wer hat sich denn die Stelle ausgesucht, um das zu bauen? Ich, aber eher durch Zufall. Weil am Anfang wusste ich noch gar nicht, dass das hier so enden wird. Okay, wo ist denn das Mineralgestein? Das dürfte relativ dicht am Boden liegen. Ah, geht. Gar nicht so dicht. Das Problem ist, im Wasser runterzugehen ist gar nicht das leichte... Oh. Zu wenig Platz im Charakterinventar. Gestoppt vom Inventar. Ja, wir müssen erstmal den Müll entleeren gehen. Wir haben immer so viel Müll im Inventar, das ist unglaublich. Zum Glück müssen wir nicht zum Strom laufen. Obwohl wir den einen Strom eventuell nochmal anschließen müssen, der ist nicht angekoppelt. Ich weiß nicht wo, ich denke mal irgendein Stromkabel wird kaputt gegangen sein. Bei irgendeiner Umbauaktion. Und ein Rohr wird da im Weg stehen oder so. Ich könnte auch hier überall Tunnel bauen, nicht? Was haben wir denn? Biomasse, habe ich, kann weg. Habe ich, kann weg. Was habe ich noch? Das Zeug kann ich wegmachen. Sehr gut. Dann haben wir schon mal Platz. Was ist hier? Da kann ich zum Beispiel das modulare Ding da platzieren. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Und den Pömpel. Den brauche ich ja auch nicht mehr. Also hoffentlich nicht. Sprengstoff? Hole ich dann, wenn ich ihn brauche, nicht? Das kann ich auch noch gleich loswerden da vorne. Das ist okay. Brauche ich Platten? Ich habe keine Platten mehr und ich bin gerade hier. Dann würde ich sagen, holen wir doch auch direkt Platten. Jeder Weg sollte nur einmal gemacht werden in einer Folge. Haben wir noch genug Platten? 1149. Also Platten und Platten nicht. Einmal Platten nenne ich die Platten und einmal nenne ich Platten die Bodenplatten. So. Dann sollten wir aber genug dabei haben. Ja, wäre es nicht zu teuer, würde ich überall doppelläufige Laufwege natürlich haben. Aber es gibt ja auch noch sowas wie Jetpack-Maschinen und vielleicht kommen wir ja da irgendwo hin. Aber apropos, die Forschung ist abgeschlossen von dem einen. Dann sollten wir vielleicht die nächste Forschung angehen und da würde ich sagen, weil es ist auch nicht mehr viel übrig, würde ich sagen, gehen wir in die Olomit-Treibstoffforschung. Und die würde ich aber woanders hin verlagern, nicht? Also hier schon recht voll. Vielleicht würde ich die nach... hier hinten oder so. Aber den Treibstoff brauchen wir wahrscheinlich oft. Aber hier ist kein Olomit weiter. Außer das da. Weiß nicht, ob das nicht irgendwie weiter im Weg liegen würde. So, wo haben wir angefangen zu bohren, ist jetzt die Frage. Wir waren, glaube ich, nur eins tief.
Irgendwo hier. Da. Ich glaube, das ist es. Und kaum war ich ein Steve, waren wir auch schon... Nee, das war doch auf irgendein Gestein getroffen, nicht? Ich meine, zur Not nehmen wir jetzt das. Und da ist auch noch ein tiefes Olomit. Ich glaube, das ist das, was wir anzapfen. Doch, okay. Na, ja, nehmen wir das halt doch. Ich finde es einfacher, das hier selber zu machen, als mit dem Aufzug zu arbeiten. Ich meine, wir brauchen den Aufzug, um das jetzt hochzukriegen, weil sonst muss man mit Förderbändern das hochkriegen. Ist jetzt nicht unbedingt geiler. Und da fällt mir ein, jetzt hätten wir vielleicht den Sprengstoff gebraucht, nicht? Scheiße. Ist das hier alles so hell oder? Achso, das ist alles Wasser. Aber es ist nicht Ressource, oder? Ey. Nee. Okay, das heißt, hier könnten wir eigentlich schön links und rechts wegsprengen. Ob es eine Luke gibt? Glaube ich aber nicht, oder? Ich habe schon wieder so viel Scheiße. Obwohl wir die Scheiße eigentlich auch brauchen. Ich habe eine andere Idee. Ich habe so viel Zeug. Das Glas machen wir danach. Wir machen jetzt erstmal die elektronischen Komponenten, die Xenophyritplatten und die Olomitsäure. Ich glaube, wenn wir das bauen, habe ich mehr Platz im Inventar. Wenn ich mehr Platz im Inventar habe, dann kann ich viel besser da unten abbauen, bauen. Da bin ich ein bisschen flexibler. Aktuell habe ich so viel Mist dabei, das würde mir nur Schmerzen alle 5 Minuten verursachen. Das macht keinen Sinn. So, die Produktion geht nach links, rechts. Und wie wollen wir die aufbauen? Also, die meisten Sachen kommen von hier vorne. Außer das Zeug. Aber da müssen wir ein Ding hier hinziehen. Das wird eher nach rechts erweitert. Das heißt, hier ist so das Limit, wo das Ding hin sollte. Und da viele Sachen von da kommen, nämlich 2, würde ich sagen, machen wir es so hier hin. Dann vielleicht in die Richtung runter. Und dann mal gucken. Ich meine, dann wäre das hier aber nicht mehr erweiterungsfähig. Wenn ich so rumbaue. Ich meine, man kann immer noch in die zweite Stockwerkebene gehen. Nicht wahr? Darf ich nicht vergessen. Ich plane immer alles auf einer Ebene aktuell, weil es einfach einfacher zu planen ist. Aber grundsätzlich kann man natürlich auch in 2, 3 Stockwerken planen, so wie bei dem Forschungsding. Aber ich würde dann erstmal hier anfangen und sagen... So. Die haben Eingang. Okay, dann der Eingang ist auf der Seite. Dann lassen wir immer so 2 Abstand. So, dann kriegen wir vielleicht nochmal die doppelte Menge theoretisch dahin. Was kommt denn da raus? Solarmodule, das sind solche Dinge, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, ja, machen wir die Hälfte halt hier so hin in etwa. Und dann fassen wir die 1, 2, 3, die 4 zusammen. Das ist okay. Dann kriegen die das so. Und dann kriegen die das.
so und bei denen machen wir das, ja, machen wir es so. Machen wir es immer, ups, immer 2-2. Das heißt, der müsste noch dahin. Ich meine, hier, da wird doch nicht so viel rauskommen. Theoretisch können wir auch links und rechts einfach getrennt machen. Und das so wie bei dem anderen eben vorsehen, dass wir das so machen. Brauche ich nicht hier die Zusammenführer. Ich glaube, da kann ich mich drauf einlassen. Bin zwar kein Fan von dieser Taktik, aber vielleicht macht die bei den Sachen, wo wirklich ganz wenig Zeug rausdrüppelt, alle 8 Minuten eins oder so, ja Sinn. Was natürlich problematisch ist, ist natürlich die Stelle hier, ne? Die müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. So. Okay, so könnte sie funktionieren. No Intake Power. No Intake Power. No Intake Power. Kein Strom. Ja, um den müssen wir uns auch kümmern. Aber Strom ist das kleinste Problem nicht. Den haben wir ja überall verlegt. Da können wir mal anzapfen. Da ist gut. Ich kann ja die hier schon mal wieder entfernen, die wir nicht brauchen. Müssen ja nicht unnötig verschwendet werden. Ich meine, das sind immerhin 300. Und wir müssen hier in die Tiefe, glaube ich, ein bisschen noch gehen. So vielleicht. Das dürfte reichen. Also nochmal 3 weg. Und die kriegen jetzt was rein? Also die kriegen... Oh, die kriegen 3 Sachen rein. Glas, elektronische Komponenten und Xenopheritplatten und die Ölsäure. Das heißt, okay, müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns das nicht verbauen. So, bei der Ölsäure wird es aber erstmal relativ einfach. Dann machen wir die nämlich zuerst. Da gucke ich jetzt auch noch nicht so auf den Druck. Wir machen erstmal das Ding bis hier. Und dann bringen wir es auf die richtige Höhe. Dum, 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 dum. Heute ist auch irgendein Deathstream von Anno Pax Dai. Aber mir wird schon wieder zu viel Hype um das Spiel gemacht, muss ich gestehen. Ich bin so gar nicht interessiert irgendwie derzeit. Also, da hat mir Anno 1800 irgendwie schon das ganze... madig gemacht. Ich bin trotzdem gespannt, was am Ende bei rumkommt. Vielleicht ist ja doch ein schönes Game. Aber ich fand Anno auch zu viel dann irgendwann. Also, man hätte lieber schon meiner Meinung nach die Reißleine 10-mal ziehen können und dann lieber ein zweites Anno machen. Aber, ja, ist halt wirtschaftlich nicht sinnvoll. So, was kriegen wir noch rein? Wir kriegen Platten. Die Platten kommen von vorne rein. Okay, wir haben irgendwas erforscht. Wir können jetzt Flüssigtreibstoff, da können wir aus Olomit mit niedriger Dichte und Olomit mit niedriger Dichte kriegen wir auch aus Roholomit. Ja, schöne Scheiße. Und dann kriegen wir tragbaren Treibstoff. Aber sowas wie das Jetpack oder so haben wir da noch nicht drin gehabt.
Aber das wird jetzt ermöglicht. Ah, Ignum Brennstäbe. Achso, braucht das. Nee, das braucht Firma Mietstangen. Also Leiterplatten haben wir ja schon. Die Energiezellen machen wir gerade. Die Firma Lidstangen habe ich noch nicht gesehen. Fortgeschrittener Sprengstoff können wir aber hier erforschen. Klingt natürlich nicht schlecht. Aber erstmal das Jetpack, oder? Dann können wir auch Jetpack-Treibstoff herstellen. Und dann muss ich das andere Zeug irgendwo drunter verstecken. Vielleicht muss man auch erstmal Handel treiben, um ein Paket oder so herzustellen, um dann diese Stäbe zu erforschen. Ich sehe sonst nicht, wo die sich verstecken sollten. Dekor, Licht, das wird alles nicht sein. Abbaueffizienz kommt dann erst. Lastenaufzug kommt dann erst. Also wir können nur noch diese Ecke da erforschen. Fertiger 3. Rohradapter. Kann man hier drin suchen? Das wäre irgendwie cool. Mal nach Namen sortieren? Nee. Das wären noch Sachen, die auf jeden Fall notwendig wären. Fertiger, Forschung, Hangartor. Und so viel ist auch nicht mehr übrig. Bandausgleicher 3, Frachtschiffe. Oder ich hab's schon und ich hab's nur nicht gesehen, aber wo wär's dann? Also ich hab kein Rezept dafür. Okay, aber fangen wir erstmal an. Du müsstest 3 nach oben. So, du 1 nach oben und du wärst unten. Oder 2 nach oben, nicht? Dann machen wir das erstmal so und dann machen wir die wieder genau gleich vom Bau her. Sonst haben wir nämlich ein Problem, dass die, nämlich zu schwer zu bauen sind. Klonk, das haben wir. Dann würde ich sagen, immer auf die gleiche Ebene erstmal ziehen. Und dann können wir uns immer noch überlegen, was wir da reingeben. Die Verteilung muss eh für alle immer gleich sein. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ich glaube, heute haben wir dann gute Fortschritte schon gemacht. Das gefällt mir auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, dass wir hier genug Platz haben, sagte er, und wahrscheinlich haben wir nicht genug Platz. Das wirkt gleich eine Scheiße. Ah doch, das sollte reichen. Das haben wir schon auf weniger Raum geschafft. Okay. Bedeutet eigentlich der auf die Höhe, der auf die Höhe und der auf die Höhe.
Wahrscheinlich jetzt gleich falsch. Alles darf ich nochmal abreißen, aber wir probieren es erstmal. Oh oh. Und. Okay. Dieses wäre der erste Turm. Dann der zweite Turm. Auf der Höhe. Und ich glaube, auf der Höhe hatten wir das gesagt, nicht? Ne, eins weiter nach vorne. Oh. Da hätte ich halt wirklich gern... Das hat Satisfactory halt ein bisschen besser schon. Ich kann mir aber vorstellen, dass das durchaus auch hier irgendwann reinkommt. Solche Anzeigesysteme. Ob was passt oder nicht passt. So mit Abstandsdingern. Was ja einfach nur sinnvoll. Ich glaube, diesmal habe ich auch eine gute Bautaktik, in denen ich das eins nach vorne gebaut habe. Sparen wir uns da was? Oh, die Bandausgleicher sind gleich alle. Bandausgleicher 2. Okay. Schon mal ein paar wiederherstellen. So. Und. Nee. Der war falsch. Was ich auch interessant finde, es gibt jetzt auch wieder ein neues MMO. Pax Dai. Selber Name wie Anno fast. Aber so ein Sandbox-MMO würde ich eigentlich auch gerne mal spielen. Aber man kommt halt nur in der Gruppe voran und ich bin absolut kein Gruppenspieler. Ich kann einfach nicht in der Gruppe agieren. Das macht mir im Spiel keinen Spaß, weil es immer schnell in Arbeit ausartet. Und arbeiten will ich nicht, wenn ich spielen will. Ja, jetzt haben wir nicht genug Platten dabei. Komm, die machen wir jetzt aber mal. Da haben wir ein leeres Inventar. Das hat mich schon bei WoW genervt, wenn man nicht in seiner eigenen Gilde war. Du musst aber heute online kommen, wir müssen das machen. Ich muss gar nichts, nicht wahr? Das war immer sehr, sehr schade. Achso, ich muss warten, bis die Bandausgleicher fertig sind. Ich frage mich die ganze Zeit, hä, warum kommen keine weiteren Dinger hier rein? Oh Mann. Komm. Fertig. Gib mir die 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. Spiel. Hallo? Ich will. Danke. Irgendwie hat er mich da nicht hingelassen. Das Abbrechen. 17 Bandausgleicher nur. Oh oh, das reicht doch. Never ever. Okay, jetzt die beiden und die beiden zusammen. Das ist auch wieder easy. Das müsste auf der Höhe passieren. Zwei nach da. Zwei nach da. Okay. So, dann haben wir drei nach da und drei nach da. Drei nach da und drei nach da. Drei übereinander. Ich glaube, das wird am Ende mit am professionellsten aussehen. Von allem, was wir bisher gebaut haben. Ja, es wird am professionellsten aussehen. Von allem, was wir bisher gebaut haben. Das ist ja wie in echt. Lebenstreu und falsch. Scheiße. Nein, wir machen das natürlich richtig. Mein Gott. Okay. Ja, hier ist doof. Jetzt muss ich immer den einen extra nachbasteln. Mal, das können wir doch schon... Machen wir
Manufakturarbeit. Klonk, 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 klonk. Und oh. Achso, jetzt muss ich wieder X drücken. Das hatten wir noch nicht hier. Okay. Und dann müssen die alle an einen zusammengeführt werden. Wie kommen wir rauf? Komme ich hier raus? Oh, ich hoffe. Okay, weil es so kompliziert ist, machen wir den lieber direkt auf einmal. Oh, es wird so wunderschön aussehen am Ende. So, und hier ist anscheinend die Mitte. Das ist gut. Und dann drei Dinger hier übereinander. Klonksi Dongsi. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Bin dann auch mal weg. Bis später. Schlaf schön, normaler Mensch. Danke, dass du da warst. Danke, dass du nicht 40 mal Reh warst. Und du wirst den großen Moment dieser fantastischen Anlage verpassen. Ich denke, wir kriegen das heute noch hin. Obwohl, das Glas könnte eine Sache werden, die wir vielleicht heute nicht mehr ganz schaffen. Wir haben noch 1700 von 3000 Förderbändern. Oh. Okay, hier darf man echt nicht zwischenfallen. Das gibt immer einen Ausgang. Das ist nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, holen wir das ganz gut, wenn wir nämlich hier drüber gehen. Da holen wir uns das eine her. Die Platten, die holen wir uns am besten hier unten her. Und was war das dritte, was wir brauchten? Das hatten wir noch nicht, nicht? Das wird das Gestein. Okay. Das kriegen wir dann aber auch hin. Zack. Das muss auch aus der Richtung kommen. Sehr schön. So, bei den Platten ist aber das Problem, nicht? Die Platten. Ich glaube, das nehmen wir fürs Gestein, weil das Gestein kommt von unten hoch. Das hier nehmen wir für die Sachen und das nehmen wir für die Platten, weil bei den Platten, die kommen ja von da hinten. Von wo? Maschinenteile, Strom, Platten, da hinten, 300 Meter. Aber da vorne gibt es ja einen Plattenabteiler. Dass wir dann sagen, dass wir hier von den Platten rangehen. Muss zwischen 5 und 6 aufstehen, deswegen spät geht nicht. Ja, kenne ich. Kenne ich, ja. Ich hoffe, du kannst deinen wohlverdienten Schlaf finden. Ich kann zurzeit semi-gut schlafen. Von daher eine erfolgreiche Nachtruhe. Ich hoffe, ich verplan mich nicht ohne euch. Ich meine, tue ich auch mit euch, aber mit euch kann ich die Schuld auf euch schieben. Die Frage ist, ob das eine Förderband dann natürlich ausreicht, die Menge zu liefern. Und ich lasse das mal auf der Höhe, weil es ein Zuförderer ist. Aber das steht ja hier auch hauptsächlich. Muss ich zeigen, ob sich das irgendwie dann beißt oder bewähren kann.
Okay, wir müssen hier nach oben dann. Okay, funktioniert. Dann können wir rum. Funktioniert. Dann lasse ich uns mal hier ein, zwei Luft, falls irgendwas dazwischen kommt, und mache ich einen wunderschönen Teiler hier hin. Ich meine, den kann ich zur Not mit einem zweiten Plattenanschluss direkt versorgen. Das wäre also auch nicht so schlimm. Und dann laufen die Platten hier zurück. Verrückt. Eigentlich hätte ich am liebsten da hinten auch Platten gebaut, aber hier ist kein Xenopherit. Vielleicht hier hinter in den Wäldern, aber der Weg von da oben ist fast genauso lang wie dann von unten. Dann gewinne ich also nichts, außer, ja, das Xenopherit, aber hier ist noch ein ganzes Vorkommen übrig. Bis das alle läuft, haben wir das locker, eingebaut und eingeplant. 1216 Förderbänder haben wir noch. Schön. Das ist schon mal gut. Ich denke auch, die Anzahl der Förderbänder wird in Zukunft abnehmen, weil wir mehr mit Rohren machen. Also. Okay. Hier muss ich vielleicht echt mal mit Leitern gucken, dass wir da noch mit irgendwas arbeiten. Und wir brauchen... Ich guck nochmal, nicht, dass ich das Falsche hole. Jetpack-Treibstoff. Flüssigtreibstoff Xenopherit. Kann ich nicht bei mir herstellen. Oh, das ist gemein. Tragbarer Treibstoff kann ich auch nicht herstellen. Naja, gut. Jetpack, kann ich das hier herstellen? Anscheinend habe ich das Jetpack automatisch. Was, zumindest kein Werkzeug, oder? Hier zumindest keins. Das heißt, ich brauche eigentlich nur den Treibstoff. Ah ja, gut. Aber was ich gucken wollte, was brauchen wir für die Solarzellen? Elektronische Komponenten. So, die kommen wo raus? Da hinten. Das wird ja ein Spaß. Ja, deswegen ist es gut, dass das hier höher ist. Kein Treibstoff für das Jetpack, ja, das ist mir auch klar. Da müssen wir dann am besten auf über diese Höhe hier reden. Oh. Ja, das gefällt mir. Aha. Was heißt jetzt hier runter? Also eigentlich herauf. So, dann sind wir nämlich auf der richtigen Höhe. Oder? Nee, eins zu weit sogar. Krass, hätte ich nicht gedacht. Noch besser. Oh, bis. Hier machen wir mal. Machen wir mal bis da. Und wir lassen uns... Ja, ich würde das so machen. Dann würde ich sagen, hier, du bist Output. So, ihr seid doch elektronische Komponenten. Sieht zumindest richtig aus. Elektronische Komponenten. Sehr schön. Dann können die nämlich wieder arbeiten, die Sachen, die elektronischen Komponenten. Trotz aller Widrigkeiten gehen hoch, runter, links, rechts, kommen auch dann schon mal an mit den Platten zusammen. Und dann fehlt wirklich nur noch das Gestein. Platten sind hier sogar schon da. Sehr schön. Achso, und was fehlt, ist Strom. Aber das ist, glaube ich, die geringste Problematik. Ah, da sind sie.
die wir haben. Ich glaube, den kann ich zum Beispiel einfach hier hinstellen und da anschließen. So, wir müssen noch einstellen, was die produzieren sollen. Okay, die sollen herstellen Zellen. Er fließt aber auch langsam voll, muss man mal so sagen. Jetzt wahrscheinlich noch langsamer. Jetzt wahrscheinlich noch langsamer. Jetzt noch langsamer. Na, der müsste ganz normal fließen, aber die hinten müssten langsamer fließen. 6, 7, 8, 9, 10, 4. Und wenn wir jetzt hier aufs Rohr gucken, 170. Und die brauchen 120. Ah, das ist okay, oder? Was kommt zu wenig rein? Einfach so in den Dings. In den einzelnen. Weiß nicht, ob da eine Pumpe halt helfen würde. Könnte natürlich sein, könnte aber auch nicht sein. Eine interessante Frage. Aber ja, also theoretisch von den Werten her sollte es reichen. Wir haben die Platten drin, wir haben auch gleich das andere Zeug drin. Das müsste jetzt hier gleich wunderbar verteilt werden. Sofern ich den Anschluss auch noch hier vollende. Der hier ist einfach falsch. Sonst wäre es schon längst passiert. So, dann sehen wir nämlich auch, wie es sich verteilt. Wie eine Ode an die Verteilung. So, das Inventar, guck mal, wie das geleert wurde. Apropos geleert, ich habe gerade gesehen, eine Sache habe ich noch, die ich loswerden kann hier. Ich sonst wieder mit nach hinten schleppe. Oh, shit. Komme ich einfach nicht mehr hoch an den Stellen. Wer braucht Ignum? Ihr kriegt da hinten Ignum-Pulver, nicht? Dann habe ich da noch ein bisschen was für euch. Und die Frage ist, ob die dann echt hinterherkommen. Ich habe da ein bisschen Bedenken. Also ich glaube nicht, dass die das hier packen. Die sind auch irgendwie gar nicht vollgelaufen. Wir haben das schneller verbraucht. Ich meine, hier langen doch 40, 50 an, oder? Also der hat immer fast für zwei Runden drin. Aber nicht, müssen wir noch einen dritten hierher liefern. Ist ja auch kein Problem. Problem ist, glaube ich, hinten eher die Output-Rate bei denen, dass das der limitierende Faktor ist. Und man sieht ja, da sind Abstände dazwischen. Weil das leer ist. Das ist leer. Okay, und warum? Und jetzt sehen wir nämlich, warum diese Sache scheiße ist. Das eine Förderband reicht einfach nicht. Bam, 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 bam. Aber wir haben ja gesagt, dann bauen wir einfach für den hinteren ein zweites Förderband bis vorne. Na klar, es wird zweimal rausgenommen, nicht, aber nur einmal reingegeben. Ich mag diese Taktik hier auch nicht, die ich fahre. Davon mal abgesehen. Ich hätte lieber... Okay, warte, das müssen wir anders bauen. Das auch mit den Verteilern gemacht, nicht? Wäre irgendwie meinen Augen sinnvoller, aber es wird immer gesagt, nee, das ist nicht gut, aber irgendwie... Die Verteilersachen haben noch nie Probleme gemacht. Das hier instant.
Auch dass dieser Multi-Abreißer nach unten abreißt, das sollte er nicht machen. Wenn man nach unten nicht sehen kann, was er macht, finde ich nicht gut. Oder man reißt halt einzeln ab. Und dann kommen hier nämlich auch mehr rein, dann kommen hinten auch mehr raus. Weil wir haben das ja genau ausgerechnet, nicht? Das ist eine 1-zu-1-Umsetzung. Wir könnten hier noch zwei raufgeben, die dann ein bisschen mehr raufgeben würden. Aber wir sehen zum Beispiel, der wird immer noch nicht leer. Ja, das ist scheiße so. Obwohl, jetzt ist der ja leer. Vielleicht reicht das ja mal. Aber wir sehen, der wirkt. Läuft der langsam leer? Ganz langsam. Okay, also langsam. Ob das jetzt reicht, dass das da voll wird, weiß ich nicht. Glaube nicht. Da sieht man immer mal wieder so eine Lücke in regelmäßigen Abständen. Hier haben wir auf jeden Fall auf Kante geplant. Okay, aber jetzt sieht's besser aus. Jetzt habe ich schon wieder dieses Ignum-Zeug im Inventar. Weg damit. Okay. Das sieht doch wesentlich freundlicher aus. So, den erweiterten Sprengstoff haben wir doch. Primitiv. Wo ist denn der? Haben wir den erforscht? Habe ich den noch nicht erforscht? Okay, das wäre natürlich cool, wenn wir den noch erforschen würden. Schnell. Oh, hier komme ich gar nicht mehr rüber. Oh, scheiße. Oh, das ist wirklich dreckig gebaut. Und hallo, nimm dir! Es ist nicht für mich mehr. Das ist nur noch für Maschinen geeignet. Eieieiei. Guten Abend, Sonnenschein. Was nimmt ihr denn noch die Sorgen? Du. Ohrwurm. Meintest du nicht, dass Factory dir nicht taugt? Factorio taugt mir nicht. Weil das 2D ist. Also es hat mich nicht abgeholt. Das hier ist ja Foundry. Wichtiger Unterschied. Und Satisfactory macht mir auch Spaß. Aber das ist immer irgendwann so erschlagend. Ich finde, das ist... weil es 3D ist dann noch schwieriger als hier. Das hier ist simpler und dadurch wesentlich angenehmer. Und unser kleiner Freund möchte mit uns reden. Komm, wir kitzeln ihn wieder ein bisschen. Ja. Was möchtest du denn sagen? Dieses Ding zu produzieren war immer Teil deines Plans, oder? Hoffen wir nur, dass es uns wirklich abheben lässt. Okay, keine neuen Aufgaben von C3BB. Factorio, ja, meine ich doch. Ja, Factorio taugt mir wirklich nicht so. Also, ich kam halt raus zu einer Zeit, wo ich so eine Spiele vielleicht nicht auf dem Schirm hatte oder was anderes gespielt habe, nicht. Und ich bin niemand, der sowas auch dann nachholt. Also, ein Spiel, was ich dann nicht gespielt habe, habe ich dann einfach nur nicht gespielt. Ich bin niemand, der Sachen kauft und dann habe ich ein Pile of Shame von 2000 Spielen, aber haha, ich habe ja alle Spiele. Ich kaufe mir nichts, was ich nicht spiele. Und wenn ich gerade ein Spiel habe, dann kaufe ich keine anderen Spiele, egal wie geil sie sind. Zum Beispiel, jetzt kommen auch Asaka oder sowas und noch eins ist rausgekommen. Da würde ich eigentlich gern reingucken, aber es kommt ja auch Worker and Resource raus, das habe ich schon, also werde ich das eher spielen.
Ich renne nicht jedem neuen Spiel hinterher wie manch anderer. Von daher kenne ich auch viele Sachen nicht. Und dann irgendwann in 3, 4, 5, 6, 7 Jahren irgendwie so ein altes Spiel zu spielen, es kommen so viele neue Sachen, dann ist vorbei. Und dann muss man einfach mit den neuen Sachen gehen. Komm, ach doch, die Bergbaudinger, die brauche ich, aber Level 2. Da kann ich aber 2 vom bauen. Dann brauchen wir 3, würde ich sagen, für Glas, nicht? Was brauchen wir für die Glasschmelze denn? Für die Glasschmelze brauchen wir eine Schmelze. Und Schotter. Und Schotter kommt einfach nur aus den Dingern, oder? Muss ich nicht noch durch einen Zerkleinerer jagen? Doch, die muss ich noch durch einen Zerkleinerer jagen, nicht? Das kommt ja Mineralgestein raus. Ah, ich brauche also Zerkleinerer. Okay, wartet. Kurz rechnen. Factorio ist das Beste dieser Art, auch wenn optisch gewöhnungsbedürftig. Ah, das ist halt immer die Sache, wann hat man eine Serie oder ein Spielgenre kennengelernt, dann hat man dazu auch immer einen anderen Bezug. Zum Beispiel würde ich sagen, jedes Rollenspiel, was nach Baldur's Gate 2 oder 1 rauskam, ist für mich kein richtiges Rollenspiel. Das ist halt immer Geschmackssache dann aber auch. Andere sagen aber, wenn sie mit, weiß ich nicht, was angefangen haben, das ist das Beste. Also von daher. Das ist, glaube ich, immer Geschmacksrichtung, wie man das sieht. So, wir haben 5 Schotter in 5 Sekunden. Kriegen wir aus? Aus was denn? Achso, okay. Ein Glas anscheinend. Ein Glas, 5 Schotter, 5 Sekunden. Und wir kriegen hier 6 Schotter in 12 Sekunden. Oh, warte mal. Wir kriegen 6 Schotter in 12 Sekunden. Das heißt, ein Schotter in 6 Sekunden. Nee, durch 6. In 2 Sekunden. Ein Schotter in 2 Sekunden. Das heißt, wir brauchen doppelt so viele wie Glasschmelzen. Das heißt, wie viel kriegen wir von denen? Ich glaube, um die 40, 60, 60, 120, 180. Wir kriegen also 180 Mineralgestein und brauchen 180 durch 2 sind 90. 90 in 12 Sekunden. Also 9 in 1,2 Sekunden, also 7, rechnen wir mit 7. So. Ich kriege also 7 pro Sekunde, das heißt, das kann schon irgendwie nicht hinhauen. 6 Schotter brauchen die? Dann brauche ich ja nur 6 Dinger. 3 davon, 6 davon und dann 2 davon. Oh, das ist echt zu wenig. Dann bauen wir 6 davon. Dann sind wir auf der sicheren Seite und dann bauen wir Zerkleinerer. Zwölf? Das muss reichen. So, und dann brauchen wir was für die Glasschmelze? Danach lese ich. Moment. Dann brauchen wir eine Schmelze und dann würde ich sagen 6 Schmelzen. Und dann sollte es passen. Puh. Factorio kann man fantastisch heute noch spielen. Macht alle paar Jahre einen Run. Ich liebe das Ding einfach. Also geht's mir mit Pizza Connection. Aber kein Mensch auf der Welt würde heute, glaube ich, noch mit Pizza Connection anfangen. Das ist halt, wie gesagt, wenn man zu einer gewissen Zeit etwas kennen und lieben gelernt hat, dann liebt man es. Manchmal gibt es dann auch, wenn man was Neues lernt, so dass man sagt, boah, das ist so geil, was gibt's denn da noch? Und fängt damit an, aber das habe ich auf jeden Fall nicht. Also bevor ich was anderes spiele, würde ich dann wieder Satisfactory spielen. Ich bin eher so der, ich muss hüpfen. Also ein Spiel, in dem man nicht hüpfen kann, das war zum Beispiel bei Guild Wars ganz schlimm. Ich hatte keinen richtigen Zugang zu Guild Wars, weil man einfach nicht rumhüpfen konnte. Das ist einfach so ein Ding. Das fehlt mir halt total in vielen Spielen. Was nicht heißt, dass ich keine 2D-Spiele spiele. Im Gegenteil, aber ich würde heutzutage halt kein 2D-Spiel anfangen, zu dem ich keinen modernen Bezug habe oder einen historischen Bezug.
Also wenn jetzt ein Factorio 2 rauskommt, würde ich es wahrscheinlich eher angucken als ein Factorio 1 jemals. Wenn Factorio 2 aber sehr, sehr gut ist, würde ich auch vielleicht in Factorio 1 reingucken. Aber so viel Zeit habe ich gar nicht. Also wird das nie passieren. Ich kenne mich. Dann haben wir alles für den Stein. Wir müssen mitnehmen einen Aufzug. Habe ich noch einen dabei? Nein, aber ich habe hier nämlich noch einen fertigen. Dann kriegen wir das Zeug nämlich auch hoch von unten. Sprengstoff wollte ich mitnehmen. Ihr habt so recht. Wir wollten Sprengstoff erforschen, aber der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. Dann müssen wir auf den jetzt warten. Dafür haben wir dann den ganzen Rest da. Wir können, solange wir warten, Platten holen gehen drüben. Na, die brauchen wir auch noch. Wir haben nämlich nur noch 69 Platten dabei. Alles Factorio-Klone. Ja, du, das hier ist ja auch ein Minecraft-Klon. Also ich würde eher sagen, viele Spiele kombinieren dann oft Dinge aus anderen Spielen gut zusammen. Aber nur weil etwas das Erste ist, ist es ja das Beste oder das Einzige, was man spielt. Das ist ja, sonst würden ja auch alle nur das erste Rollenspiel spielen. Dann könnte man ja auch sagen, was spielen die Leute gerne? Wie hieß es hier? The Last of Us spielen ja viele gerne. Dann könnte man ja auch sagen, es gab ja schon 2D-Text-Adventures, das ist das einzig wahre, nicht? Aber viele werden sagen, The Last of Us ist das einzige, warum sollte ich ein altes Text-Adventure spielen? Und sehe ich auch ein, also warum sollte man? Deswegen, es ist ja immer ein persönlicher Standpunkt, wann man etwas kennengelernt hat und wie man es lieben gelernt hat. Oh. Oder wie man einfach runterfällt, weil man einfach im Finger zuckt und die D-Taste erwischt. Als Satisfactorio kam, haben alle gesagt Factorio und 3D. Ja, aber für die, die Factorio gar nicht kennen, macht die Aussage so viel Sinn wie: Alle Autos sind ein Ford Modell A. Oder Modell T. Dann werden heute welche sagen, was ist ein Ford? Ich kenne nur Tesla. Wow. Der Fortschritt ist halt nicht aufzuhalten. Egal in welchem Genre. Und zum Beispiel Apple hat auch nicht das iPhone, also das iPhone erfunden, aber hat nicht das Smartphone erfunden. Aber sie stellen sich natürlich, oder werden oft als Erfinder des Smartphones dargestellt. Aber Apple hat einfach nur sehr clever Teile kombiniert, die schon da waren. Es gab ein Touchscreen, gab es. Es gab Betriebssysteme, gab es. Es gab, was haben sie noch eingebaut? Es gab MP3-Player, es gab dies und das. Sie haben nur alles in ein Gerät zusammengemerged. Sie haben aber quasi nichts neu erfunden. Und trotzdem sind sie damit die erfolgreichste Firma aller Zeiten geworden. Also. Manchmal reicht es, Sachen gut zu kombinieren, die vorher schon jemand anderes gut gemacht hat. Und wie es so ist bei Menschen, was ich oft sage, nicht das beste System gewinnt, sondern das, was sich einfach am Markt durchsetzt. Und das muss nicht zwangsläufig das Gute sein. Olumid mit niedriger Dichte und Ignumpulver. Boah. Nee, das Shit. Das kriegen wir nicht hin. Okay. Dann normaler Sprengstoff. Ignum-Erz, Technum-Erz. Okay, wir machen mal ein bisschen Platz hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Technum-Erz und Ignum-Erz. Oh nein, Technum ist ganz hinten, nicht? Oh, so eine Schiete. Aber Ignum ist doch hinten auch. Warte mal, Ignum ist auch genau da hinten. Das heißt, ich muss ja nicht nach da oben. Ich kann auch nach hier und hier ist auch das Technum-Erz. Ja, machen wir es doch lieber so. Dann laufe ich nicht zweimal.
Normalerweise bin ich echt bei dir, aber Factorio verdient sowas von der Chance. Ja, wird es bei mir aber nicht geben. Wie gesagt, also da müsste ich schon persönlich irgendwie einen Bezug zu kriegen. Und ich glaube, ich würde es eh in den Boden kritisieren, wenn es irgendwelche Kleinigkeiten gibt, die mir nicht gefallen. Nicht? Das mache ich ja hier genauso. Nur da die wenigsten Menschen dieses Spiel hier mögen, stört sie das wahrscheinlich. Aber damit muss man bei mir immer rechnen. Weil gerade so alte Spiele andere Bedienkonzepte haben, die vielleicht heutzutage nicht mehr so zugänglich sind. Also ich weiß, wie viel alte Spiele ich einfach zugemacht habe, weil du sie einfach nicht mehr bedienen konntest in der heutigen Zeit. Also auch sowas wie Anno 1602 war eins meiner Lieblingsspiele. Das kannst du heute einfach nicht mehr sauber spielen. Abgesehen davon, dass es immer abstürzt und die Version, die es gibt, irgendwie dann nochmal aufbereitet ist und anders ist als die eigentliche Version. Ja, das mit der fehlenden Treibstoff für Jetpack nervt aber. Ich habe jetzt keinen Jetpack. Dann hätte ich gern, dass man es deaktivieren könnte. Deswegen, man sollte manche Sachen einfach ruhen lassen, wenn sie gut waren. Und nicht nochmal rausholen und vielleicht sich damit alles kaputt machen. Oder kaputt machen lassen vor allem. Von anderen, die vielleicht nicht so diesen... Ja, ich möchte sagen, zum Beispiel habe ich den bei Pizza Connection diese rosarote Brille haben, die historische. Also ich bin auf jeden Fall Pizza Connection Connoisseur, aber diese Pixelgrafik, ich glaube, die wenigsten würden verstehen, was man daran überhaupt gut finden konnte. Und ich habe zum Beispiel auch einen Podcast gehört von jemandem, der über alte Spiele redet und der hat auch gesagt, wie kann man das nur spielen und so einen Scheiß und dann habe ich den Podcast nicht mehr gehört, nicht? Also... Oh, und was ich auch aufhören sollte, in dieser Folge darüber zu reden, denn die ist schon seit 10 Minuten um.